gerade Pommes. Ich hoffe, ihr habt vorher nichts mehr gegessen, aber. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen geflasht, ich bin gebamst, ob des Fahrzeugs, was wir heute bewegen dürfen. Also, das ist ein BMW M5 Competition von der M GmbH und er heißt Mr. High, glaube ich. Und er ist tatsächlich optimiert mit sehr, sehr vielen M-Performance-Parts. Und das sieht oberrattenscharf aus. Also erstmal die Farbe, habe ich schon gesagt, weiß ich gar nicht, Urban Green. Urban Green BMW Individuallack. Ultra schöne Farbe. Passt absolut genial zu diesem Fahrzeug, finde ich. Dann haben wir hier natürlich die M-Insignien. Einen kleinen. Oder ist das eher ein großer? Es ist eigentlich ein großer, ne? Ja, dann haben wir hier, geht das weiter an der Seite. Ich mache mal hier das komplette Gerät. Ich meine, bitte, wie schön ist dieses Auto? Und ich habe am Anfang habe ich so gedacht, so, boah, Alter, so ein M5 in so einer krassen Farbe finde ich doch ein bisschen zu krass. Und ich muss sagen, nee, finde ich nicht zu krass. Auch nicht, wenn er lackiert ist, weil das ist einfach mega, dieses Auto. Also, ist aber auch egal, weil wir kennen das Auto. Ich muss ihn gleich nochmal umdrehen, weil hier vorne sind Teile montiert. Die muss man in der Sonne sehen. Deswegen drehe ich den jetzt gleich nochmal um. Ich drehe ihn jetzt um, Leute. Wollen wir zusammen umdrehen? Ja, ne? Also komm. Oh! Das ist meiner, Freunde. Also nein, das ist nicht meiner. Genau so möchte ich ihn. Genau so. Einfach göttlich. Also, ich erkläre mal währenddessen, ich bin jetzt auch fertig mit Umparken. Ich erkläre mal währenddessen, warum ich dieses Auto habe. Grip das Motor-Event. Ne? Da habe ich mir gedacht, hör mal, da musst du da irgendwann mal, irgendwie musst du da mal was machen. Ne? Und die meistgestellte Frage ist ja tatsächlich, Matthias, kann ich mal mit dir eine Runde mitfahren? Und die ganz klare Antwort ist heute, ja. Dann habe ich mir gedacht, so, ja gut, da brauchst du aber ja auch ein Auto, ne? Und dann habe ich so überlegt, so, ja, was machen wir denn da? Weil wir wollen ja irgendwie möglichst viele Leute durch die Gegend fahren in kürzester Zeit. Und dann habe ich bei der M GmbH angerufen und die haben gesagt, so, ja, Matthias, den da, den kannst du haben. Ja, und das finde ich einfach mal mega. Und ich muss Danke sagen und wir alle, bitte schreibt in die Kommentare rein, danke BMW M GmbH, weil die machen das möglich, dass ich mit euch, ihr mit mir, auf dem Nürburgring fahren könnt. Ich muss jetzt los, heute ist Samstag, nehmt euch heute mal ein bisschen mit und natürlich gibt es auch noch Taxifahrten mit euch. Also, lange ist es her mit Marina und mit Mia, aber es ist irgendwie, es fühlt sich so vertraut an. Das ist einfach schön. Das ist so, wie wenn du einen alten Kumpel nach langer Zeit mal wieder triffst. Wie geht's dir? Es geht ihm gut. Also, Nürburgring. Alter Schwede, ey, dieses Auto ist so genial. Jo, oh. Also, Grip das Motor-Event ist eigentlich ja das Thema, ne? Am Nürburgring werde ich diese Hotlaps fahren mit diesem Auto. Ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf abgeht. Ich habe ein Posting gemacht und da war schon so, okay, das ist eine krasse Nummer, coole Idee, endlich mal so mitfahren, ne? Weil das ist tatsächlich die meistgestellte Frage, die ihr mir immer wieder stellt. Ah, guck mal hier, jetzt können wir mal durchladen, ne? Ah, er hat nichts von seiner Kraft und von seiner Faszination verloren. Alter Schwede, das sind jetzt schon wieder 2,40 gewesen. Nichts, aber
auch gar nichts von seiner Faszination verloren, eher im Gegenteil. Wenn du den so lange nicht gesehen hast, dann, wenn du ihn dann wieder siehst, denkst du dir so, warum sind wir eigentlich nicht zusammengeblieben? Ja, das Motorgeräusch finde ich auch gut. Ich liebe dieses Auto. Ich liebe diesen M5. Er ist einfach nur für mich gemacht. Er ist schlicht und ergreifend für mich gemacht. Zur Farbe habe ich gerade eben schon was gesagt. Aber es ist wirklich so, wenn du auf das Auto zugehst, du hast den irgendwo hingestellt, geparkt, gehst auf das Auto zu und denkst dir so, oh krass, krass. Und krass ist es keine Folie. Ja, weil normalerweise werden Farben wie das hier immer foliert. Aber das hier ist echt. Das ist lackiert. BMW Individuallack, Leute. Ach, ich muss mir die M-Taste mal abspeichern. M-Taste wird folgendermaßen abgespeichert. Ja, DSC komplett off natürlich. Und Fahrwerk auf Supersport, also Sport Plus. Ja, Motor natürlich auf Sport Plus. Lenkung lasse ich auf Sport. So, wir laden nochmal durch, Leute. Ja. 160, 70, 80. 200, 210, 220, 230, 240. Come on, 250, 260, 270. Alter. Alter Schwede, geht diese Hütte ab. Der liegt, ne? du legst die Bremsklötze an und es macht so. Und es ist nicht irgendwie so mit Verzögerung, dass du denkst so und dann bremst du irgendwann. Nee, das ist so richtig. Der beißt, aber der beißt nicht so, dass du so machst, sondern der beißt so. Ah, das ist halt die gute Bremse, ne? Ich weiß nicht, ich will diesen Wagen, glaube ich, haben. Kann ich den nicht einfach behalten, Herr M? Eventuell? Ist ja mal die wieder am Betteln dran, ne? So, Freunde! Hallo. Moin! Das sind die ersten vier Gewinner. Jetzt geht's raus auf den Nürburgring, Freunde. Hi. So, moin! Moin! Wie geht's euch? Moin, moin, sehr gut! Jetzt haben wir. Jetzt wird's schwer, Leute! Richtige Männerbude jetzt! Alle Mann einsteigen! Na, du hast hier aber den ordentlichen Platz hier ausgesucht, hä? Ja. Sind wir alle da? Okay. Auto ist voll. So, jetzt haben wir hier eine Kids-Runde. Das finde ich ja super. Ihr könnt ruhig was sagen, ne? Wenn euch was gefällt, sagt es mir einfach. Das geht auch ganz gut, ne? Gemacht habt, Leute. Hat es euch Spaß gemacht? Übt das Motor-Event? Ja. Ist da alles in Ordnung? So, kurz gegenlenken. Und dann geht es auch schon wieder flott aus der Kurve raus. Wie fühlt ihr euch? Richtig gut. Alles klar. Jetzt noch eine Pommes. Ich hoffe, ihr habt vorher nichts mehr gegessen. Aber. Jetzt kommt ein ganz kleiner, schöner Wechsel. Schön, dass ihr quer fährt. Ist das geil. Fährst du quer, siehst du mehr. Ja, so sieht's aus. Alles klar.
Alles okay? Ja. Ist euch schlecht? Nee. Okay, wenn einem schlecht wird, bitte sagen, ja? Ja. Dann halten wir kurz an. Kannst du noch eine zweite Runde? Oh nein. Gott, mein Gott, ich nein, oh, die. Ja oder nein? Nein, 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 nein. Was nein? Nein. Kannst du nicht mehr? Ist die schlecht oder was? Ein bisschen schwindelig. Okay, die ist schwindelig, alles klar. Nee, 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 lass zu, lass zu, lass zu. Ja, ich vergehe auch raus. Sonst schreie ich euch die ganze Zeit die Hütte voll. Was sagt ihr, lieber auf der Kirmes oder lieber mit dem Qualmedi mitfahren? Mit dem Qualmedi. Ja? Ja. Okay, gut. Ich habe den Allrad angelassen, ehrlich gesagt. Weil wenn wir jetzt wirklich nur mit Heckantrieb fahren, ne, dann haben wir innerhalb von zwei Runden keine Hinterreifen mehr. Weil da kann ich mich nicht zurückhalten. Deswegen habe ich mir das als eigene Sperre habe ich mir eingebaut. Okay, du fährst auf jeden Fall mit Allrad, dann sitzt immer nur ganz kurze Drifts. Und das kannst du ein bisschen schöner designen, aber dann weißt du, sonst sind wirklich die Reifen so schnell am Ende. Und wir wollen ja, dass alle ihren Spaß kriegen. Ne? Was sagt ihr? Bringt das vor? Sehr gut. Noch eine Runde durchschalten. Wir brauchen keine Tüten. Ja, alles gut. Dann um 7 Uhr nochmal. Hat Spaß gemacht, Männer? Ja, schön. Und die Dame? Ja, war schön? Ja. Okay, sehr gut. Freut mich. Ich freue mich da wirklich drüber, dass ich das endlich mal zurückgeben kann. Endlich mal das machen, was ihr am allermeisten wollt, nämlich mit mir einfach eine Runde mitfahren. Und ja, ich werde daraus irgendwas will ich machen, dass wir das öfter machen können. Danke euch, Männer. Schön, dass ihr dabei wart. Jungs, danke dir, gell? Mach's gut. Bis dann, ciao. Bis bald. Ja. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wie findet ihr denn so ein M5? Hammer. Das ist nicht krass, dass man in so einem Auto, wo man zu fünf drin sitzen kann, solche Action machen kann? Ja. Grüße gehen raus an die MGMBH. Danke fürs Ausleihen. Ist alles in Ordnung, nur die Reifen nicht. Also Leute, das war das Video von Grip das Motor Event. Ich habe leider nicht so viel filmen können, was hier los war. Aber das gibt es bei Grip auf der Facebook-Seite und so weiter und so fort. Da könnt ihr Videos über das Event angucken. Ich bin wirklich von morgens bis abends on the road gewesen, habe Autogramme gemacht, Fotos gemacht.
und habe eben diese Taxifahrten hier veranstaltet. Und deswegen, ich hatte gar keine Zeit zum Filmen, außer hier im Auto. Ja, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? Ja. Auf jeden Fall das Lustigste, was passiert ist. Habt euch lieb. Tschüss, bis zum nächsten Video. Jetzt könntet ihr noch wen grüßen, wenn ihr Bock habt. Wollt ihr noch wen grüßen? Grüße gehen an Fabian aus meiner Klasse. Wollt ihr noch wen grüßen? So geil, wie ihr euch an die Kurve lehnt.